Das ist Ella. Ella ist 6 und damit doppelt so alt wie Gudrun. Gudrun ist ihr eigener Birnbaum. Er hier ist Thomas. Thomas ist 66 und damit ungefähr so alt wie die Nummer 7. Ein Apfelbaum. Das hier ist der Geschichts- und Heimatverein von Metze. Zumindest ein kleiner Teil davon. Genau genommen der, der heute Morgen Zeit hatte. Und sie alle verbindet ein gemeinsames Projekt. Schauen Sie mal. Gudrun ist der letzte von 100 Obstbäumen, die rund um Metze, vom Verein im Ort, im letzten Jahr gepflanzt wurden. Ihren Namen bekam sie von Familie Hegerich, die seit 9 Jahren in dem kleinen Ort in der Nähe von Kassel lebt. Sie haben die Patenschaft für das noch zarte Gehölz übernommen. Hier in Metze gibt es ja halt schon diese Tradition ziemlich lange mit den Obstbäumen und das finden wir auch total schön. Und da wollten wir uns auch gerne dran beteiligen. Auch mit den Kindern ist das natürlich eine schöne Aktion. Auch für Ella heißt das Verantwortung tragen. Jahrelanges Hegen und Pflegen, damit der Baum bald auch das tut, was er eigentlich soll. Da sollen Birnen dran wachsen. Und dass wir sie essen können und abpflücken können. Ist doch klar, oder? Naja, nicht ganz. Obstbäume sind nicht nur Nahrungsquelle für Mensch und Tier, sie sind auch Lebensraum. Sie versorgen ihre Umgebung mit wertvollem Sauerstoff, binden CO2 und bremsen dadurch den Klimawandel. Alte Obstbäume zu erhalten bedeutet für die Natur einen hohen ökologischen Wert. Neue zu pflanzen ist dringend notwendig. Für uns alle. Die Obstalleen rund um Metze gibt es schon seit 80 Jahren. Fast so alt ist die Nummer 7. Ganz schön lang. Klar, dass während dieser Zeit viele Lücken entstehen. Die sollen mit dem Projekt nun geschlossen werden. Vor allem, um den ursprünglichen Charakter wiederherzustellen und die Tradition des Pflückens, Pflanzens und Pflegens von Obstbäumen zu erhalten. Es bringt Jung und Alt zusammen. Und auch neue Familien werden integriert. So, dass also jeder, ob jung oder alt, hiermit zu tun hat und damit auch die Gemeinschaft zusammenschweißt. Bleibt noch eine Frage. Was soll denn mit dem Geld passieren, falls Sie bei der Umweltlotterie genau gezogen werden? Ja, wir würden das Geld gerne investieren in eine Obstpresse. Weil wenn wir dann gemeinschaftlich das Obst pflücken, wollen wir es natürlich auch verarbeiten. Also das heißt gemeinschaftlich pressen, Saft draus machen oder Gelee und den dann auch verkaufen und wieder in neue Obstformen investieren. Klingt sinnvoll und voll lecker. Wir wünschen viel Erfolg.